Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuesten Part von Let's Battle Game Pokémon Soul Silver. Das ist mein zweiter Aufnahmeversuch, da eben Camtasia gemeint hat, dass ich mein Mikro abgestellt habe, was mal passiert ist. Aber ich hatte eigentlich gehofft, das hilft. Zurzeit geht sowieso alles schief. Also was soll's. Ich bin auch nicht so gut drauf. Ist ja nur Pokémon. Ich bin gegen jede Art von Pokémon-Trainer gewappnet. Ja, das weiß ich. Ich versuche das trotzdem ja so motiviert wie möglich über die Bühne zu bringen. Da es sich auch nicht ändern würde, wenn ich das morgen aufnehmen würde. Ich meine, wir haben einen kleinen Vorlauf, was ganz gut ist, aber ich weiß, dass ich morgen auch nicht besser drauf sein werde. Ich bin auch total müde. Zusätzlich noch. Ich bin heute extra früh aufgestanden, wollte noch zur Bank, um das abzuholen, damit ich was beantragen kann. Und dann muss ich zu drei Banken letzten Endes, damit ich mal was abheben kann, außer 100 Euro. Weil, ich meine, das ist ja total normal. Also, jeder, der gerade keine Arbeit hat, gibt natürlich gerne 100 Euro schon ab. Super, danke. Das habe ich gebraucht. Das habe ich richtig gebraucht heute früh. Aber es ging ja alles noch relativ gut. Schon kennt Holger auf Umsicht. Hoppla! Habe ich mich etwa verrechnet? Ja, hast du. Mit einem Pokémon gegen 5 kommt man nun mal nicht weit. Ich laufe immer mit der Nase tief in einem Schulbuch herum, weil ich nach unten schaue, sehe ich dabei ab und zu Items auf dem Boden. Hey, was sagst du? Das nächste Item, das ich finde, gehört dir. Was mit deinem Telefonnummer? Ja. Bitte. Hier wurde ein Pokémon registriert, das ist auch schön. Auf einmal hat er nicht etwas, was ich habe. Du kannst auf mich zählen. Danke schön. Ja, wir haben Esteban 2.0, das ist der Mörder-Gag schlechthin, ganz ehrlich. Ja, ich find's cool, dass wir einen Pinsir haben. Ich mag Pinsir und Skaraborn relativ gerne, ich mag Sichlo. Generell Käfer-Pokémon finde ich nicht ganz so verkehrt. Also auch sowas wie Papinella finde ich total spitze. Ja. Ninjask ist auch toll. Ninjask ist richtig toll, finde ich. Und Trank. Einfach nur, weil ich nett bin. Außerdem ist es cool, wie Skaraborn in uns herläuft, zugegeben. Hi. Ich bin Flora vom Blumenladen. Ich muss dir was erzählen. Als ich ein bisschen Wasser auf diesen wandelnden Baum geschüttet habe, ist er verschreckt zusammengezuckt. Das ist bestimmt irgendein Pokémon. Wenn du noch mehr Wasser darüber gibst, zeigt es dir bestimmt auch seine wahre Gestalt. Na los, schütte ihm Wasser über die Mütze. Mach schon, los! Hey, hey, listen, listen. Ich hab's nie länger als bis zum Deku-Baum gespielt, aber das ist im Kopf. Merke, die Worm krümmt sich um den Wasser aus der Shigikanne. Er greift dich an. So, und es ist mir vollkommen egal, weil wenn Zephyron es hätte haben wollen, hätte er bis dahin gespielt, weil er 100 pro Boost hat, das ist doch platt. Wenn Knif es haben will, ist es mir jetzt wirklich egal, ich mach's platt. Ich habe keinen Bock drauf. Ist halt deine Sache. Oh, jetzt kann es Durchbruch. Ja, ich weiß, das weder auch ohne Attacke noch Aeroas war es ausreichend, noch ein Durchbruch hinterher. Und ja, danke für die unglaublich umfangreiche Erfahrung. Ha, das war vielleicht ein Spaß. Ja, das als Dankeschön dafür, dass du mich so gut unterhalten hast. Ziffelt, Pflanzenset. Ja, mit dem Pflanzenset können wir jetzt Beeren anpflanzen. Man muss sie ab und zu wässern. Das freut mich. Diesmal habe sogar ich keinen Bock vorzulesen, obwohl ich das eigentlich sehr gerne tue, aber ich mache es ja schon zum zweiten Mal. Und jetzt muss ich nicht. Ja, wir müssen den Erdboden einpflanzen und ab und zu wässern. Du willst nach Tukatsa City? Was? Ich will nach Tix City. Ich muss nach Norden. Ey, dankeschön. Tut mir leid, ich will nicht so gereizt klingen, aber ich weiß nicht, das ist gerade so. Tag, Kumpel. Kennst du das, wenn du irgendwo durch willst, aber ein fetter Mistkerl wie ich dir den Weg versperrt? Na klar kennst du das. Ich mache es ja gerade. Jetzt schau mal her, ich habe ja genau die richtige Form für dich. Zertrümmerer, damit kannst du mir den Schädel einschlagen, weil du das mit deinem Skaraborn nicht sowieso könntest, weil es ziemlich stark ist. Solange ich den Orden von Diola City habe, kann ich brottige Felsen kaputt machen, aber ich kann die Attacke nicht verlernen, das hat man mir bei jeder VM. Danke, Kumpel.
Die Dialoge. Wunderschön. Hypertrank gefunden. Auch sehr schön. Ich guck mal ganz kurz in die TMVM-Tasche. Weil wenn man meinem Banane einfach wohin war, die. Ach hier. Zitronenrohr zu schneller Blitz, Anziehung, Ruhe auf Kehrtrinde. Nee, das muss nicht sein. Weil wenn man meinem einfach Pilz gehabt hätte, hätte ich jetzt auch diesen Vieh was erbringen können. Ich würde es mal ein bisschen anders machen als letztes Mal. Da oben ist nämlich noch ein Trainer, den ich gerade entdeckt habe. Hier kommen wir. Ich lege los. Die eine ist auf Teamplay fixiert, die andere ist total egoistisch. Zwingen, ja, Lara. Oder Lara. Je nachdem. Ja, das Problem ist jetzt das gute Brötilon. Denn das hat. Wie heißt das gleich? Statik. Und die hat beim letzten Mal bei beiden voll eingeschlagen. Das wird es auch diesmal tun. Aber naja, so ist ruhig. Das kleine freche Voltilon. So, Geowurf. Mal gucken. Ich ziehe jetzt 13 KP ab. Wie viel ist das grob? Oh, gar nicht so wenig. Donnerschlag, wie süß. Aber ich mag Voltilon an und für sich schon ganz gerne. Ich mag. Ampharos finde ich komischerweise ein bisschen befremdlich als höchste Stufe dafür. Weil es sieht irgendwie. Es ist vorher ein Schaf und plötzlich ist es. Was? Ein Dino-Känguru? Ja, es ist paralysiert, das ist ja schön. Ich erhalte 100 Erfahrungspunkte. Jeha. So, eine Blamage. Verloren. Ja, tut mir leid, Mädchen, aber damit kommt ihr nicht weit. Auf den Paraheiler? Ja, den nehmen wir jetzt nicht einfach. Denn paralysiert sein ist nicht cool. Ist gar nicht cool im Spiel. Dann komme ich mich zu euch beide und passt auf, was die sagt. Oh, du bist aber niedlich. Darf Tanchi mit dir spielen? Ich finde die total unheimlich und das nicht nur, weil sie so vorlesen. Mal sehen, was ein junger Hüpfer wie du so drauf hat. Ah. Gar nicht. Nee, absolut nicht. Schönheit Melina und Alina. Melina geht immer an. Befremdlich für mich irgendwie. Ich kann den Namen nicht so ganz zuordnen. Die Bewegung von Sarah Bonus ist wirklich cooler. Ja, einfach mal für den. Bei der Fälle, dass es nicht hinüberkommen würde. Ja. Hust. Ein Satz mit X, oder wie war das? Ah. Hallo Pixie, schön, dass du auch da bist. Ich finde. Ich komme wohl noch mit Esteban 2.0 klar mit dem Namen. Ich meine Namen sind ja auch anscheinend mega scheiße, das weiß ich. Das ist mir auch Wurst. Oh, ey. Bitte. Das ist irgendwo grausam. Tut mir leid. Naja, wenigstens hier hat es jetzt was gebracht, weil durch den verringerten Angriff schaffen wir sie anscheinend nicht mehr. Ja, ich beiß mir auf die Lippe. Das mache ich meistens, wenn ich irgendwie so ein bisschen so. So ein Mist drauf. So in der Richtung drauf bin. Ist nicht so. Ist nicht so meins gerade. Ich werde mich sicher beim nächsten Mal beruhigt haben, aber. Heute ist nicht mein Tag. Okay, das sage ich jeden Tag beim Aufstehen, aber heute ist echt nicht mein Tag. 58 Spezialdefensive. Letztes Mal habe ich Nonna abgekriegt, da war ich schon verwundert, warum es so wenig zieht. 40 Angriff. Wenn es jetzt noch ein. Was hat man kein Ziel? Oh. Wenn ich jetzt noch einen richtigen Angriff hätte, wäre das schon mega knorke. Ja, aber das kommt noch, nehme ich an. Klammergriff kann ich auch wenig zählen. Klammer wäre schon erheblich cooler und praktischer.
Und das ist sehr effektiv. Dadurch haben wir einen weiteren Sieg. Und die beiden sind erledigt. Ui, du hast ja richtig Pfeffer. Alle Achtung, nicht schlecht. Komische Frauen. Hi. Geht's dir gut? Das Mann springt glückserfüllt durch die Landschaft. Okay, bisschen overacting heute. Mache ich ja gerne. Oh, Tauboga. Hallo. Sieht ja relativ cool aus, ist nur leider zu schwach. Genau wie Taubos. Ich mag die, aber sie sind einfach, ja, ziemlich schwach. Oh, hi Vulpix. Auch dich will ich nicht haben. Hatten wir letztes Mal einen Volona, oder? Ja, wir müssten letztes Mal einen Volona kaufen. Hi. Pokémon können nicht agieren, wenn sie schlafen. Gleich merkst du, wie furchterregend das ist. Ich bin ein Psycho. Ja, es ist ein Psycho. Laurent. Traumato. Das sieht so lieb hier aus. Überhaupt nicht Psycho. Also so richtig irgendwie knuddelig. Oh ja, man sieht, wie du mich einschläferst mit dem Aussetzer. Er wird seine eigene Taktik nicht gerecht. Da funktioniert es noch nicht mal. Verloren. Wie überaus betrüblich. Ich bin Laurent. Hallo. Ein Aprikoko-Baum. Aprikoko. Schwutz! Beim letzten Mal habe ich so erheblich länger gebraucht, weil meine beiden Pokémon, paralysiert waren. Aprikoko Blue? Blue? Wirklich Blue? Die Bluna. Sind, finde ich, alle ein bisschen Bluna. Und, jetzt könnte sogar wirklich richtig sein. Aprikoko Rot. Ja, wieso nicht gleich so? Auch wenn das Wort Aprikoko sowieso ein bisschen komisch ist. Es klingt wie Afrikola. Irgendwie. Hey, Taubsi. Taubsi sieht auch so aggressiv aus. Also generell, ich meine, das ist halt so dieses, wenn man so ein Bild aus der Serie hat, wenn man die früher geguckt hat und die Pokémon eigentlich ganz nett wirken und dann sieht man die Artworks und die gucken alle böse, so richtig, ich bin schlecht drauf, so wie ich gerade. Obwohl, ich gucke noch fieser. Nein, ich möchte nicht Kopfnuss einsetzen. Ah, hier liegt anscheinend nichts. Und wir sind in Teak City angekommen und wir haben ein sehr traditionell japanisches Tor. Ach ja, und wir haben ihn. Ich heiße Bill, und wer bist du? Oh, Sephiroth, also dein Name. Hör mal, ich bin Erfinder des Pokémon-Übertragungssystems und ich muss damit angeben, deswegen erwähne ich sofort. Aber ganz allein, mein Verdienst ist es natürlich auch nicht. Du kennst doch die Höhenregion, oder? Ja. Dort wohnt jemand namens Lanette, das alte Banette. Sie hat ein Lagerungssystem um einiges monsterfreundlicher gemacht, als es in meiner ursprünglichen Entwürfen war. Ich bin ja auch ein Mann und sie ist eine Frau, deswegen macht sie es benutzerfreundlich. Und ich erfinde die Sachen. Wahahaha. Wenn wir auch weiterhin unser Bestes geben und alle gleichgesinnten Trainer aus dem ganzen Land zusammenarbeiten, können wir das System zum Tauschen und Lagern von Pokémon sicher auch in Zukunft noch sehr viel verbessern. Ich glaube, ich sollte so langsam mal wieder zurück nach Tokaze City. Ich will mich mal wieder zu Hause blicken lassen. Also, mach's gut. Ich bin übrigens Bill. Ich habe das Pokémon-Lagerungssystem erfunden, deswegen heißt es jetzt auch Bills PC. Das ist die einzige Konsequenz meiner Existenz. Ich bin für nichts anderes zu gebrauchen. Wirklich, nix. Also, Bill hat ja wenigstens in der ersten Gen, beziehungsweise halt in der Neuauflage der ersten Gen, ja wenigstens noch einen kurzen, nennen wir Story-Auftritt. Er kann in Körper eine Pokémon tauschen, was ich persönlich total awesome finde. Aber ansonsten, Lanette hat keinerlei Konsequenz, dass sie überhaupt existiert. Kein Stück. Überhaupt nicht. Da, Bills PC. Items. Oh. Wir haben ein Ditto namens Gilber. Ich habe so eine Ahnung, von wem das stammt. Ditto sieht hier halt komisch aus. Nicht schön. Das sieht total hingeschliert aus. Es könnte allerdings auch an solchen Fehlern gerade liegen. Geht's jetzt? Ja, jetzt geht's. Schauen wir uns ein bisschen um. Hier ist der Markt.
ganz wichtig gerade. Ich will ein bisschen Grundverpflegung haben an Gegengift. Und zwar... ja, 5 Stück sollten okay gehen. Und an Paraheiler. Auch 5 Stück. Und mal noch 2 Aufwecker. Ich finde Schlaf persönlich, ist es zwar nervig, weil man gar nichts machen kann, aber ich finde die anderen Bleibenden immer noch sehr viel nerviger. Da wir noch 11 Supertränke haben, hole ich jetzt mal... haben wir jetzt? Ne, 10 Supertränke noch haben, hole ich jetzt mal nichts. Tanz der Hatter von Teak City. Ja, ich denke, das kann man noch machen, falls sowas passiert. Hey! Lass endlich dieses langweilige Zappele und leg mal einen anständigen Hula aufs Parkett. Dürfte ich euch gnädigst darum bitten, eure Zwischenrufe einzustellen? Der steht schon auf der Bühne, es sind keine Zwischenrufe. Was soll das heißen? Hat das Publikum etwa nicht das Recht, selber zu bestimmen, was es sehen will? Draußen steht die Vorstellung. Für die Vorstellung bezahlst du. Das heißt, du musst damit leben, was dort aufgeführt wird. Und wenn sie sich dort hinsetzt und dir ins Gesicht kackt, musst du damit leben. Okay, dann kann sie wahrscheinlich verklagen, aber ist egal. Soll ich euch mal zeigen, wie man das richtig macht? Wow. Total spitze. Anton. Komm her. Hä? Was soll das werden? Stellt sich etwa in den Weg? Mir etwa in den Weg? Ja klar, was denkst du denn? Das ist glaube ich der erste, ja, ist der erste Rocket, auf den ich treffe. Rocket. Rüpel. Smoggon. Oh, er hat sogar einen Smoggon. Das ist kein Standard-Rüpel. Er hat keinen Zubat. Gucken wir mal, wie viel Aero es zieht. Läuft. Geht wenigstens nicht daneben. Also nicht, dass die anderen Attacken jetzt daneben gegangen ist. Vorne Attacken jetzt daneben gegangen wären in meinen Augen, aber... Was nennt man wohl? Verloren. Ja, nennt man. Und das rote Haare. Ich war nur eine ich wurde doch nur ein Schmalspur-Ganove. Oh nein, ich habe ganz vergessen, dass wir gleich mit der Durchführung unseres teuflischen Plans beginnen. Ich muss es ankündigen. Ich bin nämlich von Team Rocket. Wir verraten nur all unsere Pläne. Und herauskommt, dass ich hier faulenze und alles aufhalten lasse, aufhalte, lasse nämlich glatt wieder ganz nach unten als Schuhputzer anfangen. Ich muss hier auf der Stelle weg. Warum ist Team Rocket so dumm? Entschuldigung. Ihr seid selbst, nicht wahr? Das ist wirklich beeindruckend. Ihr seid gutmütig und stark und ihr versteht euch ausgezeichnet im Training von Pokémon. Ich wusste einfach, dass ich mich in euch nicht getäuscht hatte. Ich bin übrigens ein Mann. Nee. Bin ich nicht. Aber ich führe wieder Selbstgespräche. Hör mir am besten einfach nicht zu. Ja, das ist, glaube ich, die beste Regel für alle Nebencharaktere in Pokémon. Für alle. Nee, jetzt übertrieben. Es gibt vielleicht auch ein paar Punkte. Das war wirklich meisterhaft. Beherzte junge Leute wie dich sieht man nicht alle Tage. Hier ist ein kleines Dankeschön. Nur mal keine falsche Bescheidenheit. Nimm es ruhig an. Vor allem 03. 03 war... ein Surfer. Stimmt. Dann brettest du mit deinem Pokémon im Findesein über die Wellen. So einfach kriegt man hier Surfer. Soll ich's... schon... Moment, ich gehe nochmal raus, rein und nochmal raus. Denn ich finde es hier vorstehen zu bleiben ganz, ganz nett. Und Beutel. Denn Surfer kann als Attacke ja nie schaden, wie wir wissen. Surfer ist verdammt gut und wahrscheinlich die praktischste verendet. Ja, ich möchte Surfer für ihn beibringen. Aber ich bringe es zuerst mal Lassie bei. Denn, solange es noch im Team ist, können wir das erstmal nehmen. Und das wird noch eine Weile bleiben, denke ich mal. Und Banane denn eher für Kaskade und für Stärke vielleicht auch noch. Kopflos, Lebensschuss, Aqua, Knappe weg.
Ihr seid Aquaknarr vergessen und Lessia lernt Surfer. Gut, Leute, dann würde ich sagen, speichere ich hier live und Cam und verabschiede mich von euch. Ich hoffe, dass ich nächstes Mal besser drauf bin. Gehabt euch wohl. Euer Sammy.